Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder zurück und bringen Professor Eich das, das Paket. So, wir benutzen natürlich gewiefte, wie wir sind, die Abkürzungen. Aber natürlich treffen wir auf ein wildes Radfratz. Oh mein Gott. Ratata heißt es im Englischen, genau. Okay, Glumanda. Vorbereiten und Attacke. Ein wunderschöner Crit. So, warum ich übrigens Pokémon Blau ausgewählt habe für die Weiterführung der Road to Pokémon Go. In Pokémon Go wird es ja höchstwahrscheinlich nur erste Gen Pokémon geben, jedenfalls am Anfang. Und deswegen dachte ich, die blaue Edition, die eignet sich hier doch perfekt für. Und außerdem kann man in der ersten Gen so wunderschön glitschen, bis das, ja, bis das, keine Ahnung, Band bricht, ich weiß es nicht. So, hier, ich habe was für dich. Ich habe etwas für dich, das ist richtig. Da hast du dein Paket. Oh nein, da kommt Herr Stein wieder. So, und Professor Eich hat natürlich auch eine Bitte an uns beiden. Jetzt bekommen wir nämlich unseren Pokédex. Oh mein Gott. Ja, komm, gib her. Nice one, wir haben unseren Pokédex. So, wir werden den natürlich nach bestem Wissen und Gewissen versuchen zu vervollständigen. Und wenn es auch mit dem Super Glitch Hunt ist, was ja auch eine Challenge ist. Ja, Professor Eich, ich freue mich schon, wenn wir beide uns später gegenüberstehen. Wir gegen Professor Eich. Das wird ein sehr, sehr interessanter Pokémon-Kampf. Habe ich damals auch noch nie gemacht, muss ich sagen. Ich habe damals sowieso relativ wenig rumgeglitscht. Ich habe ein bisschen mit dem Missigno-Glitch rumexperimentiert. Glitch City habe ich auch mal hier und da versucht, aber ansonsten eigentlich nichts. Deswegen sehr, sehr cool, dass ich diese Challenge so zusammengestellt habe und nun auch zocken werde. Ja, ja, Herr Stein, ja, 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 genau, ja. Ah, ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir uns jetzt die Karte abholen können, das ist sehr gut. So. Dann würde ich sagen, heilen wir uns hier mal kurz bei unserer Mutter. So, einmal bitte heilen, Dankeschön. So, und dann müssen wir uns hier jetzt eigentlich auch die Karte abholen können, sehe ich das richtig? Eine Karte, perfekt. So, mal gucken, haben wir die Karte jetzt? Hier oben haben wir unseren Pokédex und hier haben wir auch die Karte. Sehr gut. Ich glaube, die Karte habe ich teilweise damals auch liegen gelassen. Gut, dann wollen wir mal wieder nach oben. Okay. Okay. Radfratz, du möchtest anscheinend echt auf die Schnauze haben, oder? Das kannst du von mir aus gerne haben. Okay, dann werden wir, ich bin gerade am überlegen, wie viele Orden haben wir denn
bevor wir den nächsten Glitch machen, beziehungsweise was heißt den nächsten, den ersten Glitch in Lavadia. Da müssten wir dann eigentlich schon 3 Orden haben, wenn ich mich nicht irre. Ich denke schon. Das heißt, ich sollte mir jetzt erstmal primär Gedanken machen, wie wir an Rocco vorbeikommen, dem ersten Arena-Leiter. Ich bin mir gerade nicht sicher, gibt es in... und noch ein Kampf. Gibt es in Pokémon Rot und Pokémon Blau Hornio und Raupi, also beide? Oder waren Raupi und Hornio welche von der Kategorie, die es nur in jeweils Rot oder Blau gibt? Wir werden es ja nachher sehen, wenn wir im Vertania Wald sind. Auf jeden Fall, meine Strategie für Rocco ist eigentlich relativ simpel. Wir werden uns einen Raupi fangen, es zu einem Smetbo hochtrainieren, was dann Konfusion erlernen wird. Und das ist quasi unsere Hauptwaffe gegen Rocco. Da wir natürlich auch etwas gegen Misty brauchen, die zweite Arena-Leiterin, werden wir uns im Vertania Wald nicht nur eine Raupi holen, sondern auch ein Pikachu. Dann dürften wir gegen den ersten und gegen die zweite Arena-Leiterin recht gut aufgestellt sein, wobei wir natürlich noch ein bisschen trainieren müssen, eventuell. Und Glumanda erreicht Level 8, sehr gut. So. Dann besuchen wir einmal kurz das Pokémon Center. Einmal bitte heilen. Jo. So. Ah, jetzt können wir auch endlich was kaufen. Ja, ich möchte gerne was kaufen. Und zwar... Warte mal. Moment, ich möchte nichts kaufen. Bekommen wir am Anfang nicht irgendwie sowieso ein paar Pokébälle? Nee. War das nur in anderen Generationen so? So, ich hätte gerne ein paar Pokébälle. Ja, gib mal so 8 Stück her. So, 8 Pokébälle dürften für den Anfang... Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir noch welche geschenkt bekommen. Hat er hier keine Tränke? Das ist natürlich jetzt scheiße. Ich nehme mal noch 3 Gegengifte mit. Gegengifte kann man eigentlich immer gebrauchen. Ja, ein Paraheiler kann ich auch mal mitnehmen, warum nicht? Und einen Feuerheiler eigentlich auch. So, dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Die Frage ist jetzt natürlich, wir können jetzt natürlich hier oben weitergehen. Dann kriegen wir, glaube ich, das Tutorial erklärt, wie man Pokémon fängt. Wir können auch hier nach links weitergehen. Da treffen wir auf unseren Rivalen. Ich weiß nicht mehr, wie stark der war. Ich würde sagen, wir fangen uns erstmal selber was. Und zwar hier. So, was haben wir denn hier? Ein Taubsi Level 3. Das sieht doch schon mal phänomenal aus. Das werden wir doch mal gleich versuchen zu fangen. Ich sollte einen Pokéball werfen. Komm, Taubsi, bleib drin. Du willst es. Jawohl. Wir haben ein Taubsi. Juhu. So, aber natürlich möchte ich Taubsi einen Spitznamen geben. Und zwar, ihr könnt es euch sicherlich schon denken.
So. Taubsi. So. Aber hier gibt es natürlich noch einen Radfratz. Das hätte ich auch gerne. Perfekt. Was soll man dazu sagen? Auch Level 3 nehme ich. So. Ja, das dürfte auch reichen fürs Fangen. Alles klar und Pokéball los. So. Wie wird Rad... Warte mal, Radfratz heißt das im Deutschen, oder? Rad... Fratz. Ich glaube, so wird das geschrieben im Deutschen, oder? Radfratz. Ich glaube ja. So, dann hätten wir neben unserem Glumanda schon mal einen Taubsi und einen Radfratz. Das werden wir natürlich erstmal schön heilen. Ach stimmt, ich glaube in Pokémon Rot hat man anstatt einem Taubsi einen Habitak. Kann das sein? Ich glaube, das war so. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste mal meinen Kumpel fragen. Der hat damals immer die rote Edition gespielt und ich so die blaue. Dann konnten wir immer hammergeil miteinander tauschen. So, die Frage ist, reicht das, was wir jetzt haben, für unseren ewigen Rivalen, der da links lauert? Ich lege mal gerade einen Safe an. Hier kommen wir noch nicht hin. Ich weiß nicht genau, was ist hier eigentlich. Aha, eine Art Umweg. Kommt jetzt schon sofort? Oder können wir hier erst irgendwie ein bisschen was fangen? Ich glaube, der kommt, wenn wir entweder hier unten oder da oben lang gehen. Aber hier müssten wir eigentlich noch was Interessantes finden können. Ja! Ein weibliches Nidoran. Sehr gut. Level 3. Das hätte ich gerne. Heul mich doch nicht an. So, dann schmeiße ich doch mal gewiefte, wie ich bin, meinen Pokéball. Perfekt. Nidoran weiblich wurde gefangen. Nö, das hieß im Deutschen eigentlich genauso. Aber ich suche eigentlich etwas anderes. Ich bin mir gerade nicht sicher, dich suche ich nicht. Aber dich kann ich mal gerade zum Trainieren benutzen. Für meinen Glumanda. Komm, mach mal einen Abgang. Ich suche eigentlich noch ein männliches Nidoran. Wobei ich mir jetzt auch nicht wieder sicher bin, ob Nidoran männlich und Nidoran weiblich... ob es das eine nur in Blau und das andere nur in Rot gab. Ich gucke mal, was sich hier so finden lässt. Ach Mann. Junge, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja komm, das kannst du von mir aus machen. Das ist mir total scheißegal. Gab es hier auch ein männliches Nidoran in Blau oder war das in Rot? Und wir blauen Spieler hatten damals das weibliche, das weiß ich gar nicht mehr. Das könnte gut sein. Hm.
Sag mal, Radfratz, willst du mich irgendwie verarschen? Ja, Level 2, genau. Das gibt ja besonders viel Erfahrung. Hier, bam. Könntest du bitte aufhören, ständig meine Verteidigung zu senken? Danke. So, also ein bisschen gucke ich jetzt noch, aber dann, dann gebe ich auf. Alter Vater. Was ist das hier denn für eine Radfratzarmee? Komm, Attacke. Level 9. Sehr gut. Oh, und wir erlernen Glut. Das ist natürlich perfekt. So, damit können wir, denke ich mal, auf jeden Fall gegen unseren ewigen Rivalen hier weiter links von uns gewinnen. Ich will aber noch... Gab es hier echt kein männliches Nidoran in Blau? War das nur in Rot? Sag mal... Na komm, dich mache ich noch weg. Wir können ja eigentlich mal hier Glut einsetzen. Lol. Ein Habitak. Okay. Das kommt jetzt recht unerwartet. Okay, Habitak gab es auch in beiden Editionen. Ja, okay, Habitak. Dann fange ich mir mal ein Habitak, würde ich mal meinen. Oh, wie gut, dass ich noch hier geblieben bin. Nein, ich möchte einen Pokéball bitte werfen. Komm her, Habitak. Nice. Ja, dich möchte ich gerne umbenennen. Und zwar, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, ich benenne es um in Habitak. So. Habitak, das sieht richtig aus. So, dann haben wir schon 5 Pokémon. Ein Glumanda, ein Taubsi, ein Radfratz, ein Nidoran, weiblich und ein Habitak. Ja. Ich glaube, mehr gab es hier auch nicht, oder? Dann war das männliche Nidoran bestimmt nur in Pokémon Rot. Ja, okay. Komm, das machen wir gerade noch weg und dann gehen wir zurück ins Pokémon Center. Ja, sehr gut. So, dann dürften wir, also unser Fünferteam dürfte eigentlich auch stark genug sein, um unseren Rivalen zu besiegen. Das dürften wir schon hinkriegen. Dann würde ich mal sagen, zum Abschluss dieser ersten Aufnahmesession werden wir hier nochmal gegen unseren ewigen Rivalen kämpfen. So, ich gucke erstmal, gab es hier nicht irgendwo ein verstecktes Item? Ich drücke nebenbei die ganze Zeit Y. Ich meine, hier unten gab es was Verstecktes. Ja, vielleicht irre ich mich auch. Na gut, gehen wir mal weiter. Hier gab es doch was. Hier ist doch was. Hier liegt doch was. Ihr hört vielleicht das Tastenhämmern. Hier ist doch irgendwas. Irgendwas ist hier doch. Oh nein.
Moment, ich mache gerade noch mal. Ich mache gerade noch mal einen Save. Ja, überschreiben wir mal das hier. Ich denke mal, wir werden gewinnen. Jetzt habe ich Glumanda ganz vorne, ne? Ja, das sind mir schon klar, dass ich noch nicht in die Pokémon-Liga komme. Ich möchte auch nur dich gerade umklatschen. So, mal gucken, was hast du denn schon? Zwei Pokémon. Oh, ich dachte irgendwie, du hättest mehr. Was hast du denn? Ein Taubsi Level 9. Alles klar. Erstmal Glut. Alter. Dann werde ich dich mal schön kratzen. Verdammt, das reicht nicht. Ich hätte Glut machen sollen. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Aber das Taubs ist down. Und mein Glumanda erreicht Level 10. Sehr gut. So, jetzt kommt sein Ski. Ja, ich werde tatsächlich wechseln. Und zwar werde ich wechseln auf unser. Auf unser Habitak. So, Level 8. Das heißt, er dürfte eigentlich noch nicht sowas wie Aquaknarre haben. Mal gucken, ob ich einen Heuler rausbekomme. Sehr gut. Oh, verdammt, er kann Blubber. Er kann Blubber. Das gefällt mir natürlich gar nicht. So, dann werde ich mal gucken. Okay, sein physischer Angriff habe ich schon mal um 1 gesenkt. Dann würde ich noch gerne seine physische Verteidigung um 1 senken. Nein, nicht Blubber. Verdammt, ey. Ob das überlebt Ratfratz nicht. Doch. Sehr gut. Gut. Heieieiei. Setze ich. Ich bin überlegen, ob ich jetzt den Trank einsetze oder ob ich den Trank während des Kampfes einsetze. Ich habe ja noch einen Trank. Ich glaube, ich setze ihn jetzt ein. Oh, das ist ein Fehler, mein Lieber. Dann versuche ich nochmal Tail Whip. Oh Junge, das ist ein Fehler. Das ist ein Riesenfehler. Jetzt kriege ich nochmal. Jetzt kriege ich das nochmal durch. Oh Junge, das ist ein Fehler. Oh, Schicki, das ist dein Untergang. Dreimal Tail Whip. Deine Verteidigung ist unten. Okay, das war's. Deine Verteidigung ist um das Dreifache gesenkt. Was glaubst du, wie viel Schaden ich jetzt mache? Das hilft nicht mehr. Und das war's. Tja, Herr Stein, das war wohl nichts. Ja, das kann ich dir verraten, wie du da reinkommst. Du musst die 8 Arena-Orden sammeln, mein Lieber. Aber ich denke, das weißt du auch selber. Puh, ich würde mal sagen, wir gehen mal zurück ins Pokémon Center. Erstmal durchheilen. Ey, lass mich durch. So, dann werde ich die erste Aufnahmesession auch mal brav beenden.
So, einmal bitte heilen. Ich würde mir aber noch gerne den Rest von dieser Route da gerade angucken. Einfach nur mal aus Interesse, wie es damals dort denn so aussah. So. Ach komm. Ja, Habitak, das ist ganz toll. Das hast du eben ganz, ganz toll gemacht. Aber jetzt habe ich gerade zu tun. So, mal gucken. Konnte man hier was finden? Das sieht immer so aus, als kann man hier was finden. Pokémon-Liga, Haupteingang. Ja, alles klar, ich bin bereit. Warum habe ich das Gefühl, dass wir hier nicht reinkommen werden? Mhm. Ja, das ist richtig. Ich habe noch nicht den ersten Orden. Das ist goldrichtig. Gut, dann kann ich hier wieder gehen. Boah, das hat es ja richtig gebracht. Gut, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen. Ich werde mich hier schon mal perfekt aufstellen. Und zwar, hier werde ich mich hinstellen. Wenn ich jetzt weiter hochgehe, kriegen wir dieses Tutorial erklärt, wie man Pokémon fängt. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Aufnahmesession hier bei Pokémon Blau, der Blub-Challenge, wo geglitscht wird bis zum geht nicht mehr, aber natürlich nur, um uns das Ganze ein bisschen zu erschweren und nicht zu erleichtern. Ja, wobei, ich glaube, von beiden ist so ein bisschen dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge von Pokémon Blau. Haut rein, bis dann, ciao!